As it should be. Es ist viel zu viel verlassen hier, ey. Irgendwie das. Gut, so. Uthiel erwartet dich im Hauptsaal des Anwesens. Die Stacheln auf seinen kräftigen Schultern und einem Rücken ragen furchterregend davor. Ich wusste, dass die Brut von Jekfels kommen würde, um sein Erbe zu bestaunen. Erbärmlicher, dummer Niemand. Ihr glaubt wohl, dass ihr noch einmal so viel Glück habt. Lauft, kleiner Tiefling, verschwindet. Bleibt nicht stehen, vielleicht überlebt ihr ja ein bisschen länger. Aber ich werde euch trotzdem finden, egal wo ihr rennt. Und ich werde euch eure Augen aus den Höhlen saugen, wie Trauben aus ihrer Haut. Was glaubt ihr, ich hätte nur Glück gehabt, Exe? Damals hatte ich den Boss an meiner Seite, aber dieses Mal brauche ich nicht, um euch den Hintern zu versohlen. Ich bin für mein Erbe gekommen, für meine Kraft. Und wenn ich sehr lange, dann sehen wir ja, wer lacht. Rutschiff dreht sich zu dir um und flüstert, ich glaube, ich bin ein bisschen zu weit gegangen. Glaubt ihr, er wird mich nach der Sache noch Sache eben schnell töten? Und als ich gerade sagte, ich würde euch nicht brauchen, habe ich das zwar gesagt, aber nicht so gemeint. Also denkt nicht weiter darüber nach. Mir wurde erzählt, dass der Tiefling auf den Straßen von Alushinra gesehen wurde. Wo sonst hätte er auch hingehen sollen, als zum Anwesen seines Ahnen, um dort nach Schätzen zu suchen? Der Schatten hat mich hergebracht. Der Schatten hätte wissen müssen, dass ihr hier seid. Denn er beschützt mich stets vor euch. Aber warum? Warum hat er mich nicht gewarnt? Ja, und Jekfels sind vor meiner Herrin Kraft ihrer Geburt schuldig. Lady Hatsamira, Baphomets stärkstes Kind, macht Jagd auf ihre unwürdigen Brüder und Schwester, weil sie allein vor dem Thron ihres Vaters, dem Herrn des Labyrinthes, stehen sollte. Ich werde euch erzählen, wie Jekfels getötet wurde. Abschaum. Und diese Geschichte wird das Letzte sein, was ihr hört. Niemand entkommt Herrin Hatsamira. Jekfels hat es versucht. Erst ließ er sich hier in Arolshynra nieder. Er dachte, in Noctuculas Reich käme niemand an ihn heran. Ich fand ihn für meine Herrin. Als er mich witterte, verbarrikadierte er sich in seiner Schatzkammer wie eine feige Ratte, weil er nicht akzeptieren wollte, dass er geliefert war. Ich kämpfte mich durch seine Handlanger und erreichte sein Versteck. Die Knochen aller, die nicht fliehen konnten, knirschten unter meinen Füßen. Ich riss die Tür Schatzkammer ein, stellte mir dabei vor, wie ich den erbärmlichen Feibling zerreißen würde, aber in der Kammer fand ich nur eine Leiche. Oh, meine Hörerin war so entzückt, aber wusste, dass etwas nicht stimmt. Ich stand vor einer Leiche, aber ich spürte, dass Jekfels entkommen war. Ich wollte, dass seine Diener, bis sie das Geheimnis des Mondes, des Abyss, ausspuckten, sie in jedem Winkel suchen. Aber der Mond war verschwunden. Wie viele Jahre war ich schon auf der Suche nach ihm? Und irgendwann fand ich ihn und diesen Tiefling. Lady Hatsumira wird mich belohnen, wenn ich ihr den gehörnten Schädel in der räudigen Kanalie bringe, die das Blutwaffen jetzt entehrt. Und sie wird mich doppelt belohnen, wenn ich ihr erzähle, dass dieser Bastard Jekfels entkommen ist. Ihr meint also, ich bin mit dem alten Baphomet verwandt? Wie das denn? Lord Baphomet zeugte viele Dämonenbastarde, die ihres Vaters nicht würdig waren. Einer von ihnen war Jekfels, der sich auf dem Weg nach Golarion machte. Sein Blut, damit das Blut Baphomet fließt in euch, Tiefling, wie der Hatsumira vernichtet ihn, der die Reinheit dieses Blutes beschmutzt. Zum Glück heißt das, all die verrückten Geschichten, dass sie ein Prinz aus einem fernen Land seid, waren tatsächlich wahr. Sieht so aus, ist das zu fassen? Rollschiff schüttelt unglaublich den Kopf. Ich dachte, ich lüge, aber offenbar bin ich über die Wahrheit gestolpert, ohne es zu wissen. Oh ja, Zähler grinst, ich meine mich zu erinnern, dass ihr mir 10 Münzen abgeknöpft und mir versprochen habt, mir ganze Berge von Gold zurückzubehalten, sobald ihr eure Familie gefunden und euer Erbe erhalten habt. Nun, jetzt ist's Halltag. Naja, meine Familie ist lebendig und wohlauf, wisst ihr, warum kommen wir nicht auf das Thema zurück, wenn wir mal nicht akute Gefahr laufen, einen langsamen und schmerzhaften.
Der Tiefling, falls ihm Jagdfels den Mond hinterlassen hat, er sollte die Antwort kennen. Niemand hat mir irgendwas erklärt. Ich weiß nicht einmal, warum das so wichtig ist. Warum sagt mir nie jemand etwas? Ich weiß nicht einmal, wer dieser Jagdfels ist. Mein Großvater, mein Urgroßvater, mein Onkel. Herr Tiefling, ihr wisst nicht einmal, warum ihr sterben werdet. Die Dämonin, der für eure Geburt gesorgt hat, wird auch euren Tod bedeuten. Ich nehme den Mond deshalb ist mit, ja, aber eilig habe ich es nicht. Und ihr geht nirgends hin, ich werde euch aufspießen, nichts anderes, genau wie euer Freund, alle anderen, wie euren Freund und alle anderen, die sich mischen wollen. Ich werde aus eurem Schädel einen Kelch schnitzen und ihn meiner Herren schenken. Wenn ihr das mit in Ruhe lassen meint, werdet ihr reichlich Ruhe bekommen. Ja. Ja, geht ja genug geredet. So. Let's make this quick. Well, well, wie schaut's hier aus? Rüstungsklasse 24. Okay. You won't aber Blicker Satan funktioniert nicht. Er kann erstaunlich wenig. Das ist schon wieder irritierend. Endure this! Lang vor ein toter Gegner. Nun. Eckfels. Ach, ein Herr zu mir und ihren Handlangern. Ein riesiger dämonischer Schatten löst sich von Wolfschiff und steigt bedrohlich in die Höhe. Er scheint größer zu werden, als würde ihn die Atmosphäre zerbissen nähern und zusätzlich kraftvoll ein Wolfschiff. Die Stimme des Schatten ist tief und leise. Er scheint in den Verstand einzudringen, um alle anderen Gedanken zu verdrängen. Ein Erbe. Wolfschiff erstarrt, als stünde er unter einem Zaubergroßvater. Ich meine, Original, also ich weiß nicht, wie ich nennen soll. Ich hatte bisher keinen Großvater und nein, und mir wird immer klar, dass es dein Schatten ist. Du bist mein Schutzsimon, oder? Hä? Ja, warum auch nicht? Ich wusste immer, dass ich etwas Besonderes bin, ein Prinz oder so. Das ist mein Boss. Ihr solltet euch bekannt machen. Boss, das ist mein Großvater. Leicht, jene zu täuschen, die nicht wissen, was ihr wisst. Mein Enkel Wolfschiff hat dieses Wissen ohne meine Hilfe entdeckt und ich bin stolz auf ihn. Er verdient es, mein Erbe zu sein. Er wird meine Kraft übernehmen und sich dafür rächen, dass unser Zweig der Familie ausgelöscht wurde. Ein neuer Jagdfels wird auferstehen. Klingt ja alles verlockend, Frau Großvater, aber so ganz kann ich dir nicht folgen. Rächen, ein neuer Jagdfels. Natürlich hätte ich gern deine Kraft, aber wie du selbst sagst, ist es einfach, jemanden zu täuschen, oder was? Ich will, dass mein Enkel meine Kraft annimmt und durch ihn weiterlebe. Sag mir, Wolfschiff, willst du es ganz nach oben schaffen und über die Welt herrschen? Wenn wir meine Kraft mit deinen Einfallsreichtum kombinieren, werden wir den Abyss unterwerfen und alle, die uns Unrecht getan haben, werden bestraft. Gibt es viele solcher Leute, Wolfschiff? Ja, sehe sie, ich weiß es und jeder hat zu diesem Moment beigetragen. Du hast alles ertragen. Du bist meiner Macht würdig, mein Enkel. Würdig? Ja, aber ich kann doch gar nichts getan, Großvater. Ich weiß, dass du dich lange in dem Kristall versteckt hast, also kannst du mich doch gar nicht sonderlich gut kennen. Ich stehle nur ab und an mal etwas, betreibe ein bisschen Handel, aber etwas Besonderes habe ich nie zustande gebracht. Vielleicht bin ich ja gar nicht würdig, vielleicht liegst du einfach falsch. Was, wenn du deine Meinung irgendwann änderst und sagst, warum habe ich dir nur diese Kraft verliehen, nutzlose Idiot? Wenn ich ihre mich nicht. Ich habe deine Geburt vorhergesehen und auch, dass du hierher kommen würdest. Und du bist genau das, was ich brauche, Wolfschiff, und niemand kann dich ersetzen. Dank Arun. Vielleicht erinnerst du dich ja an eine Zeit, an der Prophezeiungen nicht nur leere Worte waren. Ich jedenfalls erinnere mich noch, weißt du, ich bin Baphomets Sohn. Ich muss dir
glaube ich, nicht erklären, wer das ist. Baphomet zeugte viele Kinder, aber meine Schwester Ahera zu mir wollte, dass es nur sie gibt. Er hat uns unerbittlich gejagt, um uns zu töten. Ich wollte keines ihrer Opfer werden. Ich versteckte mich in Alushindra, aber ich wusste, dass ich dort nicht ewig bleiben konnte. Also entschied ich dazu, in meine Zukunft zu blicken. Denn Wachsamkeit ist die beste Waffe. Nach vielen Ritualen schaffte ich es, mir alles Wissen über meine Zukunft, über mein zukünftiges Ich zu eignen. Ich hatte eine Vision, wie ich einen dunklen, mondförmigen Kristall in eine silberne Rüstung setzen würde. Es dauerte lange, bis ich anfing, die Vision zu verstehen. Stück für Stück wurde ich mir einer Prophezeiung gewahr. Ich erkannte, dass ich sterben muss, um wiederleben zu können, dass der dunkle Kristall meine Zuflucht und zum Wesen meiner Kraft werden muss. Ich musste meine Seele im Kristall verstecken und darauf warten, dass mein Erbe in den Abyss hinabsteigt und mich befreit. Dieser Kristall ist der Mond des Abyss in silberner Fassung. Ich sandte ihn für meinen Enkel nach Golarion. Verstehst du es jetzt, Wolfschiff? Ich habe deine Geburt vorausgesehen, niemand anderes. Er wollte sich bei seinen Herren einschmeicheln, nichts weiter, seine Intelligenz kann man ihm allerdings nicht absprechen. Hera ziemlich gefiel es, als sie meinen Kopf sah. Othel entdeckte allerdings die Wahrheit hinter dem Mond des Abyss und hätte Wolchef dafür fast getötet. Etzamira, ein Stück, will einfach nur den Tod ihrer Brüder und Schwestern, aber Othel, sein Geist sucht ständig nach Möglichkeiten, ihr zu gefallen, und dieser Wunsch unterstützte seine Bemühungen. Sein Traum von Größe hat ihn letztlich das Leben gekostet. Ich habe nur eine Bedingung für das. Ich habe nur eine Bedingung, eine ganz kleine. Mein Geist soll in den Körper eindringen, Wolchef. Dort wird er sich verstecken, wie er sich im Kristall versteckt hat. Nicht zu sehen und hier und auch sonst von ihm. Willst also meinen Körper übernehmen? Ist das dein Ernst, Großvater? Das hätte ich nicht gedacht. Ich bin dein Enkel, schon vergessen. So kannst du doch nicht mit deinen Enkeln umspringen. Du solltest dich um sie kümmern, ihre Streiche ertragen und so, aber doch nicht Marionetten aus ihnen machen. Das Leben hat dich vor sich geleitet, Wolchef. Ich will nicht deinen Körper übernehmen, ich will dir helfen. Wer warst du, ehe du den Mond des Abyss gefunden hast? Ein armseliger Dieb in einer kleinen Stadt, ein Feigling und Verräter, ein Junge, der sich und seiner eigenen Mutter gehasst und überall vertrieben wurde, wohin er kam. Und jetzt, Wotel ist tot, zieh dir doch nur all die Schätze an, die rechtmäßig dir gehören. Und das ist erst der Anfang, du wirst zum Prinzen des Abyss, mein Enkel. Was mein Leben in deinem Körper angeht, wird dein Erfolg auch meiner sein. Ich werde dir nur Ratschläge geben, wie ich es schon in der Weltenrunde getan habe. Du wirst frei entscheiden können, du sie annimmst oder nicht, aber ich sehe schon, dass dich meine Worte nicht zufriedenstellen. Ich will dir zeigen, was du bekommst, wenn du dich darauf einlässt. Du sagst, ich wäre von überall vertrieben worden, aber mein Boss hat mich noch nicht verjagt, also zeig es ihm auch, da wir da gemeinsam in die Sache reingeraten sind. Das ist schon gut, macht, was ihr wollt. Hast du ja wirklich einen treuen Freund, Wolchef, aber vielleicht will dich dein Boss ja auch nur im Auge behalten. Vielleicht hat er nur Angst, dass du zu unabhängig wirst. Ich weiß nicht, Großvater, vielleicht hast du recht, aber selbst wenn mein Boss nicht tut, was mir gefällt, ist er immer noch das Beste, was mir je passiert ist. Also zeig es ihm wenigstens auch. Schließt der Raum, ich werde euch zeigen, wie die Welt aussehen wird, wenn der dunkle Mond des Abyss aufgeht. Okay, wir sind wieder auf dem Marktplatz hier. Als sich die Dunkelheit verflüchtigt, bemerkst du, dass du auf einer verlassenen Straße in Canabris stehst, wobei man eigentlich von Stehen sprechen kann. Du bist ein körperloser Geist und durch deine durchsichtigen Körper erkennst du die Wände angrenzender Häuser. Neben dir steht eine in Lumpen gehüllte alte Frau.
geschwollenem Gesicht und unfreundlich gespitzten Lippen. Als sie ihren Mund öffnet, hörst du Jagdfalls sanfte Stimme. Gehorcht, Kommandant. Ein etwa 10-jähriger Junge läuft auf dich zu und als er näher kommt, erkennst du, dass es Wolchef ist. Er sieht verängstigt aus und drückt ein Stück Brot an seine Brust. Großmutter, Großmutter, hilf mir. Du hast gesagt, ich soll ihnen das Brot wegnehmen. Versteck mich, Großmutter. Die alte Frau rührt sich nicht. Zieh dich an, Wolchef. Klein, schwach, nutzlos. Immer sind die anderen schuld. Immer magst du andere für dein Versagen verantwortlich. Wie du es immer warst. Ein Junge, der so viel Angst vor der Welt hat, dass er sich hinter dem Rücken anderer versteckt. Erst bei deiner Großmutter, dann bei den Lieblingen, dann bei den Kommandanten. Der Junge kann seine Tränen nicht mehr zurückhalten. Oma, warum hilfst du mir nie? Du bist alles, was ich habe. Die werden mich hauen, also versteck mich. So wirst du immer sein, weil du einfach zu feig und zu schwach bist, um alleine zurechtzukommen. Nur ich kann dich vor deiner Angst befreien, gehorche mir. Nimm meine Kräfte an für deine Feinde, komm schon, zögere nicht. Seht her, Kommandant, sobald er seine Kraft zum ersten Mal spürt, werdet ihr ihm nie wieder sagen können, was er zu tun hat. Er sieht dir zu, als er deine Stimme hört und wischt sich dabei eine schniefende Träne weg. Wie so ein verblasst. Er wird wieder zu einem Erwachsenen. Was? Ihr seid hier? Wischen wir den Boden mit ihnen auf. Ihr und ich haben gegen Dämonen gekämpft. Was sollen uns da schon ein paar Banditen anhaben? Our victory is certain. Da. Elf. Eigentlich können wir mal die kleinen Zauber auspacken. Nur mal. So, was haben wir denn hier? Jetzt geht sich aus. Oh. Als sich die Dunkelheit auflöst, findest du dich im dir vertrauten Keller der Dieblinge wieder. Charisme und die anderen stehen dir bedrohlich gegenüber, genau wie zuvor. Und neben dir Wolchef. Bist du? Also ich habe mich noch nicht in euch geirrt, Wolchef, ihr seid ein Verräter. Ich nahm euch in die Bande auf, weil ich hörte, dass ihr ein Meister im Schlösserknacken seid. Ich wurde gewarnt, dass ihr ein Verräter seid, aber ich wollte nichts davon wissen. Ich nahm euch auf und was habe ich dafür bekommen? Ihr habt die Familie gefährdet. Aber ich habe euch nie verraten, ich habe nur genommen, was mir gehört, oder was? Es ist eure Schuld, denn ihr habt mich schlecht behandelt. Vielleicht hättet ihr mich besser behandeln sollen, dann hätte ich das nicht getan. Sucht nicht auf sie einzureden, das bringt nichts. Tief in deinem Inneren wolltest du, dass dein Boss dich schätzt, dass dich die Lieblinge so lieben, wie du bist und dass sie zu der Familie werden, wie denn deine Blutsverwandten nie waren. Aber sieh dich an, du bist ein Feigling, ein Dieb, ein Großmal, eine Straßenratte. Ein Dämonenbastard. Wer würde so jemanden akzeptieren? Du hast eine Hürde, deshalb interessiert sich niemand für dich. Nimm meine Kraft, Wolchef, und verzaubere sie. Sie werden deinen Namen preisen. Du wirst dich in ihrer Bewunderung sonnen.
wenn ich euch doch nur sagen könnte, dass ich den Mond bis genommen habe und trotzdem bei euch bleiben könnte, dann würde ich das tun. Aber ich weiß, das geht nicht. Die Regeln der Familie lassen es nicht zu. Es tut mir leid, dass es so enden muss, Schwester. Ich hatte eine Menge Spaß bei euch. Ihr seid die beste Bande, in der ich je war. Wirklich. Aber es spielt keine Rolle, ob ihr mich liebt oder nicht. Dunkelheit verflüchtet sich wieder bei der letzten Illusion. Doch jetzt siehst du nicht einen, sondern zwei Wolfschiffs. Der zweite Wolfschiff blickt jetzt mal an, wie vor ihm steht. Er sieht aus wie eine exakte Kopie seiner selbst, aber irgendwie in ihm hat sich unmerklich verändert. Er strahlt eine enorme Kälte aus und du spürst große Macht. Wie eine Aura der Dunkelheit, die ihn umgibt, spürt er das, Kommandant? Erkennt meine Kraft im Kristall gefangen, spürte ich, wie er mich rief, wie sich meine Magie veränderte. Ich kann Herzen besiegen und selbst Waffen mit meiner Kraft könnt ihr eure Feinde mühelos vernichten. Jeder Kreuzzug wird zum beschaulichen Spaziergang. Jetzt kommt und führt meinen Erben auf den richtigen Weg. So werde ich, wenn ich dein Geschenk annehme, Großvater. Ich sehe jetzt schon ziemlich gut aus. Klingt immer noch nicht überzeugt. Wolfschiffs Blick wechselt zwischen dir und seinem Doppelgänger. Wir müssen uns also sofort entscheiden. Es wird keine weitere Möglichkeit dazu gegeben. Also gut, ich muss mich mit meinem Boss abstimmen. Ein letztes Mal, was meint ihr, Boss? Irgendwie ein komischer Satz, finde ich. Boss, warum sagt ihr plötzlich so etwas? Ich dachte, ihr wärt gegen mein dämonisches Erbe und gut schon verstanden. Eigentlich ist es euch egal, was mit mir passiert. Er zeigt, schon klar, ich wäre ein Narr, wenn ich auch nur einen Moment lang denken würde, dass ihr euch wirklich für mich interessieren würdet. Aber das ist nicht mehr sein Lächeln. Kommandant, tief in eurem Herzen wolltet ihr nur das Beste für meinen Enkel, ich weiß, aber Dankbarkeit ist nichts für Dämonen. Zu Ehren eurer Freundschaft mit Voltschiff werde ich euch schnell töten. We are the light. They are the darkness. Wounded. I knew it. My tail is restless. So. I'll go ahead. Okay. Ach, wirklich? Lol. Well.
Das machen wir diesmal im Schnelldurchlauf. Plan ist auch wieder fleißig wie vorher. You've crossed the wrong mongrel. Jetzt wir brauchen nur 3 statt 4. Okay. Der Schatten. So. Okay, mal schauen. Our victory is certain. Ach, jetzt steht er im Weg. Schade. Ja. Kann man denn? Let's try this way. Okay. This will hurt. A reaction. Nun ja, haben wir mal den Zauberstab verwendet. Gesagt. Was könnt ihr nicht ohne meine hochwertigen Waren aus den besten Lagerhäusern der Familie leben haben? Mir geht es nicht schlecht bei euch, Boss, obwohl mein Schwanz nach all unseren Abenteuern ab und zu nervös sich hin und her wackelt. Wenn man alles bedenkt, was gibt es da noch zu überlegen? Hey Großvater, ich habe mich entschieden. Das Ding ist schön und teuer, so viel ist klar. Und ich werde es vermissen, aber ich brauche keine dubiosen Kristalle. Nach dieser Reise werde ich reich sein und kann mir einen Haufen gewöhnliche kaufen. Man hört an Jagdfelds Stimme, dass er nicht mehr versucht, Wolschiff zu überzeugen. Schwach, Feigling, du gibst deine Macht auf. Und wofür? Für menschliche Sentimentalitäten aus Freundschaft. Du, der du nie an all diese süßen Worte geglaubt hast, lässt zu, dass sie deinen Verstand vergiften. Nein, Großvater, ich beobachte den Boss schon sehr lange. Er hat schon so viele Sachen getan, gesagt, aber dabei hat er mich nie angelogen. Nicht ein einziges Mal. Er war immer an meiner Seite, vor allem, wenn es sonst keiner war. Du hast in einem Medaillon darauf gewartet, dass sich deine Prophezeiung erfüllt, damit du mich anziehen und rumtragen kannst, wie eine kleine Fleischweste. Mal im Ernst, Großvater, wem von euch beiden sollte ich wohl eher trauen? Dumme kleine Ratte, ich hatte mehr von dir erwartet. Offenbar haben deine Hörner endgültig dein Hirn durchbohrt. Ich muss dir diesen ganzen Unsinn aus dem Leib prügeln. Du wirst mir allein dienen.
We won't fall here. I swear it. Calculated risk. Okay. 160. Wenn ich schauen, das geht schon. Okay, und einen auch noch hier ist er. Schade. So. Hier noch am Start. Fein studieren, das ist für uns. Hm.
speichern? Nee, kann man natürlich nicht. Kann man... This should do it. Wolchef schüttelt langsam den Kopf. He's not the type who will teach you how to fish and fill a pipe, you know, but he's all right. Probably even decent for a demon. Not surprising that Gran remembered him well. Tja, das war's dann wohl, schätze ich. Und ich hatte mich gerade an den Gedanken gewöhnt, einen Großvater zu haben. Er ist niemand, der einem beibringt, wie man angelt oder eine Pfeife stopft. Aber er ist in Ordnung. Ja, einen Dämonen vielleicht sogar ganz anständig. Es überrascht mich nicht, dass Großmutter ihn in guter Erinnerung behalten hat. But who gives a damn about aber Grandma? Wer schert sich? Großmutter Boss? Ja, ich meine... Thanks. I don't know why you've treated me so... nothing, you know? Well, look at me and... I... and you. But it turned out that we're, well... friends? Actually, friends. And you've been there for me. Why are you looking at me? I'm not crying. My voice is like this because my throat's dry. It's dusty in here. That's why my throat's itchy and my eyes are watering and my nose is running. That's that. But I'll keep the setting. It's nice work. Delicate, and another stone will look better in it. I'll keep it so I don't forget the choice I made, and why. I'll just get it out, look at it, and remember. Ooh, and then if I live long enough to open my own shop, just a thought, you know, I'll put it in a glass case where everyone can see it and drive themselves sick with jealousy.
now. Are you the chief or what? You tell me. You know, I've got a good feeling about our campaign. So far, we've dealt with everything that's been thrown at us together. I'm starting to think the wrong gang was called the family, you know? I'm with you to the end, Chief. And after the campaign, well, you'll have to live long enough to find out. Let's defeat all the demons and then we'll see. Well, along to the old family nest. It's a pity I can't bring this back to Galarian. Well, not all of it, but there is something we can do. Hey, Chief, let's clean this place out from top to bottom so not even a speck of gold is left behind. Might be trap, might be treasure. Ja, das war ein dunkler Mond. Geht auf. Eine lange Gefährtenquest ist jetzt hier zu Ende. Mal. Wir haben noch nichts verloren, Gott sei Dank. Hold Shift, das wäre blöd gewesen, muss ich gestehen. So. I know the way. Mannstab, jawohl. Okay, schräge Behausung hier wieder mal. Focus on the goal. Hier. So, das ist auch viel zu wenig. Massenteleport. Ah, ich bin rüber. So. Do it. Nice. So. Ein Stoßdolch. Den Saboteur. Da ist er. So. Das ist ein plus 4 Stoßdolch, gefährt dem Träger einen Kompetenzbonus plus 10 auf Trickwürfe entschärft. Der Träger der Falle erhält der 5 Minuten lang einen Bonus auf plus 4. Wow, mehrere Anwendungen. Das, So. Nimrod. Okay. Schau. Schon irgendwie cool, ey. Wenn er trifft, dann hat er niemand die alle weg. Okay. Schön. Was für. Dann, gut. Ready for anything. Dann kommen wir hier. Jedes Mal suche ich jedes Mal. Okay. Hm. Hier noch irgendwas. So. Weg. Weg. Die Steintafel ist mit kleinen sarakanischen Runen versehen. Auf der Tafel steht verflucht sein, die Dämonen jetzt zerstörten. Verflucht sei Arilo vorlösch, die ihnen den Weg öffneten. Und verflucht seist du, Dämon, der du meine letzten Worte liest. Okay, mehr Kohle. Sehr schön. Follow my lead. Kunstvoll gab er den Statue einer mumifizierten Marilyn. Sie wirkt beinahe so, als würde sie sich gleich bewegen.
eine feingearbeitete Statue, die von erlesenen Handwerkskunst zeugt und dem Ruf eines Königsschlosses würdiger. Ein finsterer Schädel, der sorgfältig poliert wurde und wie ein Kunst präsentiert wird. Auf dem Schild steht zu lesen, er konnte dem unentrinkbaren Kerker nicht entgegen sein Schädel entgegenschonen. Hier. Auf der Tafel steht, ich bin das Mahnmal der Schnitter. Berühre mich, um meine Geschichte zu lesen. Inschrift, der Tafel ändert sich. Ich bin der letzte König der Schnitter. Wir waren die Abkömmlinge der Götter. Wir hatten die Macht über Leben und Tod. Wir hielten das Gleichgewicht des Universums aufrecht. Auf dem Zenit unserer Macht waren wir größer als alle anderen, blickten auf die Schöpfung herab und waren unantastbar. Aber die anderen schlossen sich gegen uns zusammen, sie attackierten uns von allen Seiten und schlugen jeden einzelnen von uns. Wenn der Tag beginnt und die Nacht hereinbricht, werden wir alle voranschreiten, um unser Ende zu finden. Ich, Erinnerung des letzten Königs, der Schnitter, gefangen in diesem Mahnmal, lege Zeugnis über diese Wahrheit ab. Ah ja, okay. Extra Kohle, so. Vielleicht öfter wo drauf drucken? Nee. Ah, okay. Okay. Hier natürlich Fallen. This is my kind of work. Alle entschärft. Ein bisschen was. Was haben wir hier? Schneller Tod, okay. As it should be. Ob hier so. Verzweiflung, Standardvorteil, Schuss, Säuregrube. Immer noch Jade, extra Klimbim. Rutschhoff ist einfach genug, dass wir das so kann. Wieder Diamantenstaub. So. Es wirkt. Es will man hier. Was ist da? Jetzt will man vorbeigelaufen. So. My tail is twitching. Must be a sign. So. I'm here. Where else would I be? Fine. Okay. Wie schräg. So. This is my kind of work. You sure it's safe? Öffnen das noch. This is my kind of work. Wunderbar, da können wir wieder alle hereinholen jetzt. So. Was gibt's hier? Pretty good, aren't I? Ein Hemd. Der Wanderschwindlers. Ah, was haben wir hier noch? Okay, Schuss verteilen. Hier gibt's nochmal Wasser. Was kann denn der Wanderschwindler? Da. Das Kleidungsstück gewährt seinem Träger einen Kompetenzbonus plus 10. X eine Kompetenz Athletikwürfe. Wow, das Hemd so. Dann noch kein Hemd. Was ist für ein Hemd? Wirkt ein Druide, der es trägt, einen Zauber aus einer. Hm. Aber.
Oh, man ist ja kein Druide. Also da haben wir die Obligate. Rüstungshemd. Warte mal, was? Maschine das. Oh, come on. So fies, ey, so hast du jetzt gesehen. Und okay, aber er kann es nehmen. Das ist nicht schlecht. Der Kleriker kann was irgendwas Lustiges hier nicht wirklich. Dolch. Er hat Beil, Spezialisierung. Plus 4. Auch plus 4. Einfache Waffen. Ja, einfach. Und dann nimmt aus hier. Plus 4 ist schon cool und sage schon Arno. Okay. So, dann bekommt er sein Erbe zumindest selbst drauf. So. Ja, Samira, ist der schräg. Wohl ein kleiner Bug hier. So. Es ist so schnell gegangen, dass es nicht einmal. Das ist die Wohnheizung hier. Dass nicht einmal sofort mehr aufdecken konnte, das Ganze. Aber gut, ich glaube, wir sind jetzt hier mal durch. Nice.